Wenn es nach Zahlen geht, ist sie mit Abstand das erfolgreichste Parteiengebilde in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Sie hat bisher rund 38 Jahre lang Kanzlerinnen und Kanzler gestellt und war an so vielen Bundesregierungen beteiligt wie keine andere Fraktion. Es geht um die CDU/CSU, zwei Schwesterparteien, die unzertrennbar, so scheint es, miteinander verbunden sind, zur Union. CDU steht für Christlich-Demokratische Union, CSU für Christlich-Soziale Union. Die CDU ist in 15 Bundesländern aktiv, die CSU in einem, nämlich in Bayern. Aber warum ist das eigentlich so? Was macht diese beiden Parteien, was macht die Union so mächtig und was hat die Union vor bei der Bundestagswahl 2017? Was steht im Wahlprogramm? Darum geht es jetzt in einem Video, das ich in Zusammenarbeit gemacht habe mit dem YouTube-Kanal Simplicissimus, habe ich oben verlinkt. Die haben das Video hier gestaltet. Denken wir uns mal zurück in das Jahr 1945. Deutschland hat gerade den Zweiten Weltkrieg verloren und ist komplett im Umbruch, im Neuaufbau. Und auch das Parteiensystem ist im Neuaufbau. Da gibt es alte Kräfte wie die Sozialdemokraten und auch die Kommunisten. Und es gibt Menschen, die sagen, wir brauchen etwas völlig Neues. Zu diesen Menschen gehören zum Beispiel ehemalige Mitglieder der katholischen Zentrumspartei, die in der Weimarer Republik aktiv war, aber auch andere Strömungen, die eins gemeinsam haben: ihren christlichen Glauben. Sie schließen sich immer mehr zusammen und ihr großes Ziel ist es, eine Organisation zu bilden, im besten Fall eine Partei, die für alle sozialen Schichten da sein soll und den christlichen Glauben im Zentrum hat. Bis diese Leute ihr Ziel erreichen, dauert es dann aber noch ein bisschen. Und zuerst gehen sie den Umweg darüber, dass viele einzelne Organisationen in Deutschland gegründet werden. Christlich-demokratische Vereinigungen, christlich-demokratische Unionen. Und erst 1950, nach der ersten Bundestagswahl, gibt es eine CDU. Die wird gegründet in Goslar. Eine CDU, eine christlich-demokratische Union, außer in Bayern. Dort gibt es die christlich-soziale Union, die aber eng verbunden ist mit der CDU. Und der Deal ist, die CDU hält sich aus Bayern raus und die CSU, die hält sich aus dem Rest Deutschlands raus. Und im Bundestag bildet man gemeinsam eine Fraktion. Aber schon vor dieser Parteiengründung ist die Union sehr erfolgreich. Wie gesagt, 1949 die erste Bundestagswahl und da gewinnt die CDU bzw. ihre Vororganisationen und die CSU und Konrad Adenauer, ihr Kandidat, wird Bundeskanzler. Der bleibt das auch eine ganze Weile und danach kommen noch andere Kanzler der Union, bis 1969 dann ein SPD-Mann ans Ruder kommt, Willy Brandt, und es dauert bis 1982, bis die Union wieder einen Bundeskanzler stellt. Und das ist Helmut Kohl. Der Mann, der so lange im Amt war wie seit ihm niemand. Gerhard Schröder hat es bisher nicht geschafft und auch Angela Merkel hat es noch nicht geschafft. Helmut Kohl ist 16 Jahre im Amt bis ins Jahr 1998. Er bringt die deutsche Einheit, aber er bringt auch eine große Krise für seine Partei, als 1999 herauskommt, dass es Ärger gab mit Parteispenden. Und zwar ganz schön großen Ärger. Der sorgt für einen großen Umbruch und die Frau, die die Union im Fallen auffängt und sie ja, so ein kleines bisschen rettet, die kennt man. Das ist Angela Merkel, Parteichefin und Bundeskanzlerin, eine Frau, die seit 2005 Bundeskanzlerin in Deutschland ist. Und auch die CSU sozusagen als natürlicher Partner der CDU spielt in dieser Zeit, in den vergangenen Jahrzehnten natürlich eine Rolle, versucht zweimal einen Kanzler ins Kanzleramt zu bringen, nämlich einmal Franz Josef Strauß, einmal Edmund Stoiber. Das scheitert, aber sie bringt sich immer wieder ein. Und wenn euch das interessiert, die Entwicklung der CSU, die Zusammenarbeit mit der CDU, dann schaut einfach in die Infobox, da habe ich euch was dazu verlinkt. Maßgeblich ist in diesem Video jetzt hier aber, auch wenn es um das Wahlprogramm geht und das Grundsatzprogramm, die CDU, denn die CSU, wie gesagt, die steht ja nur für Bayern, die CDU für den Rest Deutschlands. Und bevor sich jetzt jemand beschwert, muss man natürlich dazu sagen, so unterschiedlich sind CDU und CSU auch gar nicht. Die gehen einen gemeinsamen Weg und dieser gemeinsame Weg, der ist im aktuellen Grundsatzprogramm der CDU vermerkt. Dort heißt es, Zitat, die CDU ist die Volkspartei der Mitte. In ihr sind auch heute die politischen Strömungen lebendig, aus denen sie nach 1945 entstanden ist. Die christlich-soziale, die liberale und die wertkonservative. Wir orientieren uns am christlichen Bild vom Menschen und seiner unantastbaren Würde und davon ausgehend an den Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Die CDU und natürlich auch die CSU sehen sich also als Volkspartei. Eine Partei, die nicht nur für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe oder eine Schicht da ist, sondern die sich für alle zuständig fühlt. Also für Beamte genauso wie für Selbstständige, für Angestellte, für Arbeiter oder aber auch für Schüler und Studenten. Wir wollen Deutschland voranbringen, indem wir die bürgerlichen Werte und Tugenden stärken, die unser Land erfolgreich gemacht haben. Heißt es dazu dann auch im Grundsatzprogramm der CDU.
Und dass dieser Satz da steht, das hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Bürgerliche Werte, das sind ja oft Werte, die es schon seit einer ganzen Weile gibt. Das Gute bewahren könnte man dazu auch sagen. Und politisch bezeichnet man das, und das sagt die CDU von sich ja auch selbst, als konservativ. CDU und CSU sind also konservative Parteien, zumindest im Grundsatz. Und dazu passt dann auch die Wählerschaft. Der größte Teil der Wähler von CDU und CSU ist 60 Jahre oder älter. Inzwischen sind zwar auch einige Jüngere dazugekommen, das hat man bei der letzten Bundestagswahl 2013 gesehen, aber der überwiegende Teil der Wähler ist deutlich älter als 60. Aber führt das dann jetzt dazu, dass die Union sagt, okay, wir haben vor allem ältere Wähler, deswegen sind wir die Partei der baldigen und der aktuellen Rentner? Nee, das sagt sie nicht. Sie sagt weiterhin, wir sind für alle da. Und dementsprechend heißt auch der Titel des Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2017 Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Und wie dieses Deutschland genau aussehen soll, das führt die CDU in ihrem Wahlprogramm auf insgesamt 75 Seiten genauer aus. Erstens ist da der Punkt Innenpolitik. Und da ist ein Thema für die Union bzw. für die CDU sehr wichtig, nämlich Familie. Das Kindergeld soll zum Beispiel erhöht werden. Familien mit Kindern sollen Geld bekommen, wenn sie Häuser bauen, wenn sie Wohnungen kaufen oder wenn sie Häuser kaufen. Und sie sollen auch noch an anderen Stellen unterstützt werden mit Mehreinnahmen, unter anderem aus Steuern. Außerdem soll die Arbeitslosigkeit weiter bekämpft werden. Das große Ziel der CSU ist die Vollbeschäftigung, also eine Arbeitslosigkeit von weniger als 3%. Und ganz wichtig auch weiterhin die berühmte schwarze Null, also ein ausgeglichener Staatshaushalt. Zweitens, Außenpolitik. Da ist der CDU Europa besonders wichtig in ihrem Wahlprogramm. Zitat: Europa muss eine wirksame Sicherheitsgarantie für die innere und äußere Sicherheit seiner Mitgliedstaaten sein. In einer zunehmend globalisierten Welt kann kein Land in Europa seine Interessen alleine und ohne Unterstützung durch andere wahren. Und das bedeutet auch, dass die CDU die EU weiter ausbauen möchte. Sie möchte aber keinen gemeinsamen Finanzminister, anders als das zum Beispiel Emmanuel Macron, der Präsident Frankreichs, fordert. Aber sie sagt, Frankreich und Deutschland, die sind am wichtigsten, die sind der Motor Europas, der Motor der EU. Gleichzeitig spricht sich die Union, spricht sich die CDU gegen einen EU-Beitritt der Türkei aus, für Handelsabkommen, und man sagt, wir müssen mehr für Afrika tun. Afrika soll in den kommenden 4 Jahren im Fokus unserer Regierung stehen. Drittens, die Sicherheit. Das ist eines der Kernthemen der Union. Sie stellt meistens den Innenminister, der ja für die innere Sicherheit zuständig ist, und oft auch den Verteidigungsminister oder wie jetzt aktuell die Verteidigungsministerin. Die CDU sagt, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Personal bei der Polizei und bei der Bundeswehr, und wir brauchen mehr Kameraüberwachung. Außerdem brauchen wir im Notfall den Einsatz der Bundeswehr im Inneren, und wir brauchen mehr Geld für die Verteidigung. Der Verteidigungsetat soll auf 2% des sogenannten Bruttoinlandsprodukts erhöht werden. Viertens, die Wirtschaft. Da kann man am besten aus dem Kapitel Gute Arbeit für morgen, Vollbeschäftigung in Deutschland zitieren, und zwar die einzelnen Unterüberschriften. Da heißt es zum Beispiel: Arbeitsplätze sichern, Selbstständigkeit und Mittelstand stärken, Landwirtschaft hat Zukunft und Forschung und neue Technologien fördern. Und zum Thema Forschung bzw. Bildung gehört für die CDU auch der Ausbau des schnellen Internets an Schulen. Schülerinnen und Schüler sollen bald über schnelles Internet an ihren Schulen verfügen können. Und wenn wir gerade beim Thema Bildung sind, die CDU sagt, wir wollen, dass Bildungspolitik weiterhin Ländersache bleibt. Und fünftens, das Thema Einwanderung. Der CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel wird ja immer wieder vorgeworfen, dass sie ab 2015 zu viele Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach Deutschland gelassen hat. In der Vergangenheit gab es dazu immer wieder Forderungen von der Schwesterpartei CSU nach einer Obergrenze für Flüchtlinge und Asylbewerber. Das hat es nicht ins Wahlprogramm der CDU geschafft, aber stattdessen heißt es dort jetzt: Europa muss seine Außengrenzen wirksam gegen illegale Migration schützen, die Grenzschutzagentur Frontex stärken und das europäische Asylsystem vollenden. Bis der Schutz der EU-Außengrenzen funktioniert, halten wir an Binnengrenzkontrollen fest. Also so eine Art Kompromiss. Keine Obergrenze, aber dafür strenge Einreisebedingungen, sofern man überhaupt ins Land kommt. Außerdem soll rigorose abgeschoben werden, und wer nach Deutschland kommt, der soll möglichst schnell Deutsch lernen, sonst sieht es für ihn perspektivmäßig schwierig aus. So viel an dieser Stelle zu den wichtigsten Punkten im Wahlprogramm der CDU. Wenn euch das Wahlprogramm genauer interessiert, dann schaut einfach in die Infobox. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Bayernplan, das Wahlprogramm der CSU, aussieht, dann schaut auch in die Infobox, habe ich euch natürlich auch dort verlinkt. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige von euch da sitzen und sagen, okay, schön und gut, habe ich gehört, aber soll ich die Union, soll ich die CDU oder die CSU jetzt wählen oder nicht?
Das werdet ihr euch natürlich nicht sagen, das ist eure eigene Entscheidung. Ich kann euch nur das weitergeben, was Experten, was Fachleute über das Wahlprogramm von CDU und CSU sagen. Und da wird zum Beispiel der Fokus auf Familie gelobt und wird gesagt, das ist gut. Auch der Fokus auf den Arbeitsmarkt, auf die Vollbeschäftigung ist gut. Was sehr oft sehr scharf kritisiert wird, ist, dass die Union mit ihrem Wahlprogramm zu wenig gegen die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland unternimmt. Und auch das Thema Einwanderung, wie das behandelt wird von der Union, das wird immer wieder kritisiert. Gelobt wird die optimistische Grundhaltung und da habe ich euch noch ein Zitat mitgebracht, das eigentlich im Zentrum des Wahlprogramms steht. Dort heißt es, heute leben wir im schönsten und besten Deutschland, das wir je hatten. Ein Satz, der natürlich zum Diskutieren einlädt. Und genau das würde ich jetzt auch gerne mit euch machen. Wie findet ihr denn das Wahlprogramm von CDU und CSU? Könntet ihr euch vorstellen, sie zu wählen oder eher nicht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen diskutieren. Mehr Infos gibt es wie immer unten in der Infobox. Und wenn ihr wissen wollt, was die Grünen für eine Partei sind, dann schaut hier rein. Da findet ihr nämlich ein Video über die Partei und Videos zu den anderen großen Parteien, die eine realistische Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Die bekommt ihr in den kommenden Wochen hier bei mir auf dem Kanal. Und apropos Kanal, was für eine Überleitung, schaut auch auf dem Kanal von Simplicissimus vorbei. Die haben das Video hier gestaltet. Ist wieder sehr schick geworden, finde ich. Einfach oben auf das i klicken, dann kommt ihr hin. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.